So, gutes Pferd. Ich lasse dich mal hier stehen, beziehungsweise du wirst jetzt wahrscheinlich wieder zurückgehen, nehme ich an, ne? Ja. Und tschüss. Danke für den Ritt. Und wir gehen nach Weitrand und gucken uns hier mal wieder ein bisschen um. Wir waren ja schon lange nicht mehr hier, glaube ich wenigstens. Ja, doch, wir waren letztes Mal erst hier, als wir dem Jarl von unserem genialen Plan erzählt haben. Genial und so. So, erstmal gerade hier so ein bisschen Kram einschmelzen. Das macht Inventarplatz, das ist immer gut. Ich weiß doch, wie das geht. Nervt mich doch nicht. So, was können wir denn alles? Veredelten Mondstein können wir zum Beispiel. Zack, zack, zack. Stahlbach, zack. Zack, zack. Auch Silberbarren können wir einen machen. Orchikalkum. Können wir leider auch nur einen machen. Gold können wir drei machen. Das ist gut. Zack. Und Korundumbarren können wir auch noch einen machen. Jetzt haben wir da so halb angefangene Erzreserven. Moment, warte mal gerade. Lydia, hast du noch irgendwie sowas? Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Bin mir gerade nicht so hundertprozentig sicher. Du hast nämlich noch Erz. Sieh mal einer an. Nimm das doch mal. Ebenerz, Eisenbarren, Eisenerz, Golderz. Die Zähne brauche ich jetzt nicht unbedingt. Malachiterz, Mondsteinerz, Silberbarren, Silbererz. Komm, nimm das mal erstmal alles mit. Ich weiß, jetzt kannst du dich gerade erstmal wieder quasi nicht mehr bewegen, aber das können wir ja direkt alles verfeuern hier. So, zum Beispiel die Goldbarren machen wir erstmal. Dann die Eisenerzbarren können wir haufenweise von bauen. Das ist doch wunderschön. So, Silberbarren können wir auch noch drei von machen. Und dann können wir auch noch ein paar Korundumbarren machen. So. Und ich kann mich immer noch nicht bewegen, aber das wird sich jetzt gleich hoffentlich ändern. Wir können auch erstmal noch ein bisschen Leder machen aus unseren ganzen Wolfsfällen. Den Leder kann man auch immer gebrauchen für sowas. Nee, die Bärendinger bitte nicht. Die brauche ich nämlich noch für die komische Quest da. So. Also so, dann noch 12 Wolfspelze. Gute Güte. Naja. Hm. Man kann die aber auch nicht alle auf einmal, ne? Man muss die alle einzeln. So, dann mache ich mir noch ein paar Lederstreifen. Weil man die, glaube ich, eher braucht für die Eisenrüstung. So, Lydia, wie bist du da jetzt aufgetaucht? Habe ich nicht so ganz kapiert. So, machen wir erstmal ein bisschen Schmuck hier. Goldener Ring. Okay, sind das dann gleich zwei oder wie verstehe ich das jetzt? Oder kann ich davon zwei machen? Ich mache aber eher die teuren Sachen, ne? Weil dann, das ist ja viel besser. Hier ist zum Beispiel eine goldene Rubinhalskette. Machen wir doch gleich ein paar goldene Rubinhalsketten. So. Zack. Dann machen wir hier noch eine silberne Smaragdhalskette. Und eine Saphirhalskette. Und eine Juwelenhalskette. Und noch eine. Komm, da können wir sogar mehrere von machen. Zack. So. Haufenweise Kram haben wir gemacht. Dann können wir jetzt Eisenzeug machen. Wir haben nämlich haufenweise Eisenbarren, die alle irgendwie weg müssen. Was machen wir denn da mal? Irgendwas, was ich der Tante da gleich verticken kann am besten. Dann sollte es vielleicht auch gar nicht so viel wert sein, was? Die Dolche sind nicht viel wert und die brauchen auch nicht viel. Das heißt, da können wir einige von machen. Wir kriegen dann ganz viele Skillpunkte. Dafür das doch schon mal gut. So. Wir gerade Skillpunkte haben ganz viele, möglichst viele. So. Haben wir schon mal unsere ganzen Eisendinger verbraten. Pelz, 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 Pelz. Hier so Lederhelme. Vielleicht. Oder haben wir hier noch irgendwas? Na komm, das ist, glaube ich, sinniger. Die Armschienen, nochmal Armschienen. Da brauche ich nämlich mehr Lederstreifen durch. So. Ich brauche noch drei Leder. Damit kann ich erstmal gerade so nichts anfangen. Okay, macht ja nichts. Machen wir erstmal das so. Jetzt muss ich nur der komischen Frau hier erstmal ganz viel verdicken. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Hallo, Moment. Hilfe. Ich laufe immer weiter. Ich bin okay, nee, Moment, Lydia, du musst mir jetzt erstmal noch Kram geben, den ich verkaufen möchte. Dann machen wir das nämlich gleich, fertigen wir das gleich direkt ab. Hier zum Beispiel die Zähne. Können wir schon mal alle nehmen. Das nehme ich auch schon mal mit. Die Waffen kannst du erstmal behalten, aber die Vulkanglas-Kriegsaxt nehme ich bitte auch mit, denn die sollst du gar nicht. Welches davon war denn jetzt der Zweihänder? Moment. Eins davon solltest du behalten. Ich weiß aber gerade nicht, welches das war. Vulkanglas, das ist, glaube ich, der Einhänder, ne? Komm, dann nimm die. Genau, die sollst du behalten. Und den Rest verticke ich nämlich. So, was hast du zu verkaufen? Beziehungsweise lass mich doch mal dir ganz viel Kram verkaufen. Wer ist erstmal mit den Lederarmschienen? Ich glaube, die sind am schwersten und die möchte ich gerne loswerden. Ganz dringend. Dann hier die Eisendolche, die kriegst du auch alle. Die. Du
Vulkanglaskriegsaxt und hier dieses komische Ding. Möchte ich alles nicht haben. Den Dolch kannst du auch haben. Drachenpriester-Dolch wollte ich mir eigentlich ins Haus legen oder so. Ich glaube, das ist sinniger. Vielleicht brauchen wir das irgendwann mal noch oder so. Ich weiß es nicht. Tja, was können wir denn noch verticken? Eigentlich kannst du dann die ganzen Pfeile schon nehmen, ne? Hier, ganz viele Pfeile. Oh, das bringt mir gar nichts zu verkaufen. Doch, die kann ich aber verkaufen. Die bringen was. Sehr gut, okay. Dann nur die besseren bringen also was. Okay. Ist ja nicht so schlimm. So, du nimmst natürlich wieder... Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Drinnen will ich ja gar nichts. Ich will ja deine komischen Gummelwaffen gar nicht. Ich will ja noch ein bisschen verzauberten Kram loswerden eigentlich. Zumindest war das der Plan. Und ich glaube, dieser gute Mann hier, der nimmt sowas. Oh, ja, man sieht sich das an hier. Der nimmt nämlich auch sowas. Leider nicht wahnsinnig viel und dem möchte ich dann auch nicht so viel verkaufen. Ich habe noch ein Hühnerei. Und ich weiß noch gar nicht, was so ein Hühnerei macht, steht da gerade. Moment, ich werde mal gerade ganz kurz hier die blaue Dings. Kann ich auch mal futtern und dann gucken wir nochmal komplett durch. Falkenfedern, Hexenraben, das Hühnerei. So, wir müssen erstmal hier gucken, dass wir... Oh, Popona Nierenwurz, das war nicht so schlau, den gegessen zu haben, oder? Naja. Okay, vielleicht ist da ja noch mehr und mehr, als es tatsächlich irgendwie gibt oder so. Will ich nur mal gerade gucken, dass auch von jedem hier, upala, mindestens eins von den Effekten kenne, damit ich dadurch ein bisschen Alchemie noch machen kann. So, gleich gehen wir auch nochmal wieder in unser Haus rein, aber erst wird weiter verkauft. Hier, Belethor, unser guter Freund. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und der kommt wieder durch die Hintertür. Werft einen Blick darauf. So, was nimmst du mir denn noch so Schönes ab? Du hättest gerne die Stäbe. Die Stäbe kannst du eigentlich haben. Die brauche ich nämlich gar nicht. Oh, und jetzt haben wir hier noch ganz, ganz viel zu verticken. Und jetzt hat er schon wieder fast kein Geld mehr. Das ist natürlich blöde. Wie machen wir das denn dann am schlauesten? Erstmal hier. Die Rocker-Zähne kannst du zum Beispiel nehmen. Die brauche ich nämlich gerade gar nicht. Mammut-Stoßzahnpulver. Ach nee, das war für die... Ich erinnere mich, das war für die eine Quest. Das darf ich nicht verkaufen. So, jetzt gucken wir hier mal nach Value. So, und dann können wir irgendwie die günstigsten Sachen eben vielleicht erstmal verticken. Hier, Jade-Diadem. Na, das kann er sich dann schon nicht mehr leisten. Nimm das noch und dann passt das auch, denke ich. So. Und dann müssen wir jetzt noch beim Magier auch noch verticken. Der dürfte auch noch eine Menge nehmen. Eigentlich zumindest, theoretisch. Sollte er das. Außerdem hat er noch seinen Verzauberertisch. Das heißt, da kann man noch ein bisschen was verzaubern und dann auch noch ein paar Skillpunkte nehmen. Kann der Typ da mal aufhören, mal rumzuschreien? Das ist ja schlimm. Was ist denn für einer? So, komm mal hier oben rein. Dragon's Reach. Mit dem guten Herrn Magier. Wo ich schon wieder vergessen habe, wie er heißt. Hat hier irgendeinen komischen Namen, glaube ich. Mich zu erinnern. Vielleicht. Gucken wir mal. Was mit Feuer oder so? Heimlich Feuer. Genau. Ich dachte, du hast einen komischen Namen. So, einen verzauber ich jetzt mal erst. Beziehungsweise Entzauber erst mal gucken. Haben wir noch irgendwas? Nein, wir haben nichts zum Entzaubern. Das heißt, wir können ganz viel komischen Kram verzaubern. Jetzt sind wir erstmal hier mit diesen komischen Diademen anfangen. Die sind einfach schwerer als die komischen Ketten und so. Jetzt weiß ich nur nicht genau, wie viele Seelensteine wir haben, aber wir scheinen noch einige Seelensteine zu haben. Okay, wir fangen, denke ich, wieder erstmal bei den kleinen an, dann können wir die Dinger nämlich auch tatsächlich verticken. So. Komm, irgendwas ist mir eigentlich völlig Banane, was du da drauf verzauberst. So. Zack. Gewöhnlich, groß, winzig. Dass die aber auch nicht ordentlich geordnet sind, ne? Das ist schlimm. Haben wir hier noch irgendwo... Ich kann meine Spitzhacke verzaubern, das ist ja auch geil. Aber ich kann die, glaube ich, auch als Waffe benutzen, ne? Deswegen wahrscheinlich. Dann machen wir erstmal mit den Ringen weiter hier. Und da verzaubern wir jetzt einfach hier Tragfähigkeit in ganz klein oder so. Und da ich jetzt weiß, dass das geht, können wir das auch hier schon direkt anwählen. Dann machen wir das noch auf den Ring. Und er merkt sich das leider auch alles irgendwie. Das finde ich auch ein bisschen nervig.
Ich kann das nicht einfach so hintereinander wegverzaubern. Ich muss mal erst alles einzeln nochmal auswählen. Das sind ja einige Sachen, die ich hier verzaubern möchte. Das heißt, das kann unter Umständen ein bisschen dauern. Leider. Leider, leider, leider. Das geht nicht. Okay. Tragfähigkeit? Das geht. Okay. So, vielleicht sollte ich das von der Seite auch anfangen. Und ich habe hier noch winzige Seelensteine, die ich dafür eigentlich verbraten müsste. So, und hier nochmal und da nochmal und hier dann vielleicht auch nochmal den winzigen und hier nochmal den winzigen. Sind wir schon bei über 70, das ist gut. Ich glaube, war 70 die nächste Grenze? Geh mal gerade kurz raus und gucke. 70, 70, 70, 70. Wahrscheinlich nicht, nein, 80 ist, oder? Was ist denn das hier oben? Hallo? Das. Das können wir noch mitnehmen erstmal. Sehr gut, das war nämlich auch 70. Da oben brauchen wir 100 für. Sehr gut, dann haben wir jetzt schon wieder eine neue Sache. Was ist das hier? Seelenstände enthalten zusätzlich. Achso. Todesstöße, bla bla bla. Waffe aufladen damit. Okay. Okay, okay. Also wir brauchen jetzt als nächstes wieder 80. Dafür sind alle meine Verzauberungen nochmal wieder stärker. Aber ich glaube auch die, die ich schon habe, ne? Oder? Sieht erstmal nicht so aus. Ist das tatsächlich nur alles, was ich noch verzaubern kann? Ich weiß es nicht genau. Machen wir erstmal weiter hier. Komm, Alchemie verstärken. Und dann hätte ich da gerne einen kleinen Seelenstein drauf. Und dann nochmal einen kleinen Seelenstein. Und dann machen wir wieder Alchemie verstärken. Und nochmal auf so... Nein, auf die Diamantenhalskette. Und nochmal in dieselbe Richtung. Nein. Such dir hier, komm. Wo ist er? Kleiner Seelenstein. Die sind trotzdem, die sind 1200 irgendwas wert. Wer soll sich die denn jemals leisten? Das geht doch überhaupt nicht. Eieieiei. Ich weiß nicht, wie ich das irgendwann mal irgendwem verzaubern... verzaubern, sag ich schon. Verkaufen soll. Komm hier, dann nimm nochmal den gewöhnlichen. Und dann haben wir da oben noch ganz viele gewöhnliche. Okay, dann nehme ich jetzt erstmal die gewöhnlichen. Nein, Alchemie. So, 5 Stück können wir noch. Alchemie. Gewöhnlich. Gewöhnlich. Alchemie. Juwelenhalskette. So. Ich überlege gerade, ob ich das nachher vielleicht rausschneide, weil das sau langweilig ist sonst. Ich weiß nicht, ich nehme an, das ist für die Leute langweilig, oder? Andererseits also bequatsche ich das eigentlich schon. Eigentlich kann ich das nachher auch drin lassen. So, wir haben schon wieder eine Stufe gekriegt und sind auch 74 dabei. Okay. Dann jetzt erstmal nochmal hier die neue Stufe. Und ich glaube, ich werde wieder die Gesundheit pimpen, weil ich im Moment eher Gesundheit brauche. Und wir haben noch 6 Talente, die wir vergeben können. Das ist eine ganze Menge. Hatte ich hier nicht auch noch irgendwas eigentlich? Den Rest hatte ich mir komplett gekauft. Magika regeneriert schneller. Ja, das ist ja schön und so. Tja. Ich wollte auch noch einhändig und leichte Rüstung irgendwie verbessern. Irgendwie habe ich gerade einen sehr, sehr trockenen Hals. Ich muss mal ein bisschen was trinken. So, hier, mein Kumpel. Werft einen Blick darauf. Ja, ja. Ich möchte aber deinen Kram gar nicht haben. Ich möchte dir meinen Kram verkaufen. Oh Gott, ist das... Oh Gott. Oh Gott. Das kann der sich doch niemals leisten. Fangen wir hier mal mit den günstigen Sachen an, die ein bisschen schwerer sind. Expertenrobe der Veränderung. Regeneriert 120% schneller. Stiefel, das waren die mit der... Ich glaube, ich brauche aber einfach die... Habe ich gar keine Stiefel an? Hä? Moment. Habe ich keine Stiefel an? Ich habe doch Stiefel an, oder? Holo-Amulett, Erzmagierrobe, wegen der Auffrischung, Lederstiefel der Zugkraft, die will er nur nicht haben, okay. Ich hatte euch für einen Magier gehalten. Halt ein Bubble da jetzt. So, dann machen wir hier nochmal wieder Gewicht und dann verkaufe ich jetzt diese Stiefel auch, glaube ich. Ach, die kann er sich nicht mehr ganz leisten, egal, passt schon. Und jetzt gucke ich mal, was ich mir von ihm noch kaufen kann. Leider steht hier bei diesen Sachen nicht bei, was ich davon schon habe. Das ist ein bisschen traurig. Hat der vielleicht noch irgendwas... Achso, ich habe dem wohl irgendwann mal so ein Kopfgeldding in die Hand gedrückt, was? Tja, ist jetzt die Frage, was kann ich davon schon und was nicht? Dann würde ich mir nämlich noch so ein paar Bücher kaufen hier, aber...
glaube, ich kann die tatsächlich alle schon. Könnte mir noch Seelensteine kaufen. Mächtiger Seelenstein. Einfach, um ihm irgendwas anzudrehen. Noch mehr anzudrehen. Nee, ich lass es erstmal. Vergesst nie, dass euer Verstand eure schärfste Waffe ist. Ja, ich weiß. Dann können wir vielleicht die ganzen Amulette jetzt erstmal irgendwo in unser Haus reinschieben. Dann gammeln die zumindest nicht mehr bei uns im Inventar rum, denn das ist einfach echt voll. Also mein Inventar ist echt voll und ich werde diese Dinger wahrscheinlich niemals irgendwem andrehen können, weil sie einfach viel zu viel wert sind. Aus irgendeinem Grund. Ich hätte gerne, dass die weniger wert sind, aber irgendwie geht das nicht. Scheinbar. Warum auch immer. Okay. Haben wir das auch erstmal geschafft? Dann sollte ich mir echt mal überlegen, was ich denn noch weiter skillen möchte. Vielleicht meine Ausdauer zu Ende. Lydia, bist du noch da? Nein, sie ist nicht nachgerannt. Aber jetzt wird sie gleich da sein. Riesenheim. So. Tja, erstmal können wir hier vielleicht wieder ein paar Bücher ablegen. Ist ja immer gut. So. Bücher, nein, der Brief nicht. Auch das nicht. Ich möchte da gerne die großen Bücher rein tun. Das hier zum Beispiel. Das und Tagebücher tue ich irgendwo anders hin, irgendwann mal. So, und nee, die Schriftrolle der Alten vielleicht nicht unbedingt. So, packen wir das erstmal alles da rein. So, haben wir ganz viel Zeug da liegen. Und die anderen Bücher tue ich woanders hin. So, ich hatte das alles irgendwie immer in diesem komischen kleinen Beistelltisch gelegt. Ne? Bei Lydia ins Zimmer, warum auch immer ich das gemacht habe. So, hier kommt der komische Drachendolch, den brauche ich nicht. Dämmerstern nehme ich weiterhin mit. Ja, ich glaube, die ganzen Juwelen tue ich aber irgendwo anders hin, ehrlich gesagt. Dann können wir hier vielleicht mal noch gucken, was wir da so loswerden können. Das brauche ich gerade nicht. Mit der Tragfähigkeit behalte ich mal, Gegengift und so. Na, ich war wieder bei der komischen Tante da noch nicht, ne? Aber hier haben wir noch Zweihandverstärken. Das, wobei das sind selber gebraute Tränke, ne? Die wollte ich eigentlich gar nicht da reintun. Ich wollte da nur die genau solche Tränke wollte ich damit reintun. Das mit der Tarnung und so, die quasi fertigen Tränke, die ich irgendwo gefunden habe, die guten. Komm, Unsichtbarkeit. Kann man vielleicht irgendwann nochmal brauchen. Sowas. Einfach mal ein bisschen was loswerden. Das behalte ich mal hier, die Rollen, die können alle weg. Das hatte ich inzwischen auch erledigt, das heißt, ich kann die auch wegtun. Das ist schon mal nicht schlecht, dann haben wir hier noch ganz viele komische, das kann ich nicht. Zack, erstmal hier alles wegtun, was ich wegtun kann. Nein, die Schriftrolle der Alten kann ich wahrscheinlich nicht wegtun. Dachte mir schon sowas. Ebenerz, Klaue, Essenzextraktor, bla bla bla. Die Klauen weiß ich auch immer nicht, ob ich die wirklich wegtun soll. Das ist ein bisschen blöde. So Schneebärenpelze. Und jetzt muss ich mal gerade gucken. Lydia, guten Tag. Ich gebe euch Deckung. Was hast du noch, was ich noch weglegen muss? Hier die Drachenknochen muss ich auf jeden Fall noch weglegen. Dann die beiden Waffen hier. Und dann war es das, glaube ich, auch schon nicht. Ja. Was anderes hast du erstmal nicht dabei, was weg muss. So, zack. Und die Drachenknochen können alle weg. So. Und was hatte ich da gerade noch gesagt? Der Höhlenbärenpelz kann auch erstmal weg. Ach ja, die Waffen. Genau, Waffen waren's. Das und das. Was ich jetzt mal gerade noch gucken könnte, ist, wie viele Pelze ich denn habe. Ich habe 3 Höhlenbärenpelze, 4 Schneebärenpelze. Sind schon mal 7. Habe ich sonst noch irgendwelche Pelze? Bärenpelze. Scheint mir irgendwie nicht so. Doch, da sind noch 2. Sind aber nur 9 dann. Ich brauche 10. Die müsste ich die nämlich auch mal alle abgeben. So, und jetzt können wir mal gerade hier gucken. Was ist hier drin? Eine Papierrolle. Aha. Was ist hier drin? Gold und ein Holzteller. Und hier? Bergmannskleidung. Klar, ich bin hier auch Bergmann. Nein, da kommen hier jetzt erstmal die ganzen komischen Amulette noch rein, würde ich einfach mal sagen. So, das? Nein, die kann ich nicht. Das ist ja super, weil es Questobjekte sind. Aber hier, diese ganzen komischen Dinger können alle da rein. 500. Wie soll ich die denn jemals? Oder 1000? Die kann ich doch niemals irgendwem irgendwann mal andrehen. Das wird doch nichts. Die Mucks, mein ganzes Inventar voll. So, haben wir das auch erstmal weg. So, hier ein Ring der Auffrischung kann theoretisch auch noch weg.
Jetzt frage ich mich, warum mein Inventar immer noch so voll ist. Wahrscheinlich wegen den ganzen Tränken hier, ne? Ich habe zu viele Tränke. Ich muss mal mehr Tränke benutzen, glaube ich. So, Inventar geordnet, verzaubert, geschmiedet. Ich denke, wir haben das jetzt erstmal. Und dann werde ich jetzt auch erstmal noch wieder eine kleine Aufnahmepause machen, denn es ist schon wieder... Ja, ich habe keine Skyrim-Folgen mehr. Ich muss mal wieder ein paar Skyrim-Folgen rendern und hochladen und stuff. Und dann müssen wir zurück nach Solitude beim nächsten Mal, nach Einsamkeit. Außerdem werde ich mich mal irgendwie noch drum kümmern, warum das irgendwie alles so dunkel wird plötzlich. Das war nie der Plan, auch wenn es gerade ziemlich cool aussieht. Nicht übel. Nicht übel. Der Himmel auch sehr hübsch. Naja, Lydia, verabschiede dich. Hallo? Muss ich verabschieden? Ich bin direkt hinter euch. Ach Mann, dann halt nicht. Geht ihr voran. Ja, okay. Also, ich würde sagen, viel Spaß mit diesen Folgen und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.